Und zwar der Eisdrache. Schönes Bild, sieht man hier eigentlich ganz schön. Für 8 Elixier. Der Eisdrache wäre natürlich eine fliegende Einheit. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video soll es um etwas ganz Interessantes gehen. Und zwar wollen wir uns Kartenideen anschauen für Clash Royale, neue Kartenideen. Und zwar auch noch welche, die vielleicht sogar im Spiel kommen könnten. Da habe ich auch noch einen interessanten Screenshot gefunden. Und darum soll es heute einfach mal gehen. Ich lasse im Hintergrund einfach mal ein Replay laufen und wir wollen uns die 4 Kartenideen heute mal anschauen. Die Kartenideen kommen teilweise von dem YouTuber SmallSmackHD, der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt auch gerne mal bei ihm vorbeischauen. Wir beginnen mit der ersten Kartenidee und das wäre ein epischer Zauber für Clash Royale, ein neuer epischer Zauber und zwar der Eilzauber. Den Eilzauber kennen ja die meisten wahrscheinlich von euch schon aus Clash of Clans. Und den soll man nun einfach nach Clash Royale übertragen. Das wäre so die Idee hier. Also, wir lesen mal den Text, der da steht. Dieser Zauber beschleunigt selbst die langsamsten Truppen auf mittlere Geschwindigkeit, dennoch erhöht er nicht den Schaden. Sprich, er funktioniert eigentlich wie ein Wutzauber, nur dass er halt nur die Truppen, also dass er nur Truppen beschleunigt und nicht irgendwie mal Angriffskraft macht oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie der Wutzauber da richtig funktioniert. Also zumindest, er funktioniert ziemlich einfach, er beschleunigt halt die Truppen. Und zwar dauert er dann 5 Sekunden, der Radius wäre 5,5 und er würde 25% Schub verleihen. Also ich denke, er würde nicht die Geschwindigkeit der Angriffe beeinflussen dann, sondern nur die Geschwindigkeit, die Laufgeschwindigkeit der Truppen. Also nicht mehr Schaden pro Sekunde, dafür eine höhere Geschwindigkeit, die Truppen kommen schneller zum Turm. Und so weiter. Würde ich zumindest so verstehen. Das wäre der Eilzauber für 3 Elixier. Muss ich ehrlich sagen, würde ich vielleicht aber auch 2 Elixier weniger machen. Weil eine höhere Laufgeschwindigkeit wäre vielleicht beim Riesen nicht schlecht, bei einem Golem nicht schlecht. Aber da würde ich es dann auch auf 2 Elixier verringern. Okay, das ist dann soweit. Das war's zur ersten Karte, würde ich sagen. Und wir kommen direkt zur zweiten Karte. Und das wäre direkt eine neue legendäre Karte. Und zwar der Eisdrache. Schönes Bild, sieht man hier eigentlich ganz schön, für 8 Elixier. Der Eisdrache wäre natürlich eine fliegende Einheit. Und wir lesen erstmal den Text wieder. Der eiskalte Bruder des Drachen ist auch in der Arena angekommen und verlangsamt die Truppen genauso wie der Eismagier, nur dass der Eisdrache um einiges besser ist. Also wie beim Eismagier soll ein Slowing-Effekt beim Eisdrachen entstehen, dass die Truppen 35% langsamer laufen und 35% langsamer angreifen. Er hätte 1500 Trefferpunkte, würde 150 Schaden machen, würde natürlich Luft- und Bodeneinheiten angreifen, hätte eine reine Reichweite von nur 3, würde jede Sekunde angreifen und würde 150 Schaden machen. Ist natürlich eine langsame Einheit, weil so ein Drache natürlich nicht besonders schnell ist. Wäre eine interessante Idee, mal einen Drachen einzuführen. In Clash Royale fände ich auf jeden Fall eine gute Idee. Ich kann das jetzt gar nicht einschätzen. 1500 Trefferpunkte kommen jetzt relativ wenig vor, wobei er natürlich auch 150 Schaden macht. Das wäre auf jeden Fall interessant. Die Karte hätte bisher keinen Vergleich. Es gibt so eine Karte noch nicht. Der Lavahund hat auch mehr Trefferpunkte, macht dafür so gut wie gar keinen Schaden. Diese Karte würde wirklich ordentlich Schaden machen. Würde das noch verlangsamen? Hört sich für mich eigentlich schon stark an. Würde auch 8 Elixier kosten. Würde ich interessant finden. Und das ist auf jeden Fall die zweite Kartenidee, die ich auf jeden Fall auch sehr interessant finden würde. Das Replay ist zu Ende. Ich mache schnell ein neues an. Und jetzt wollen wir uns dann gleich den interessantesten Screenshot ansehen. Der geht nämlich auf Facebook ziemlich um zur Zeit. Und ihr seht es, wir sehen das ganz normale Kampfdeck. Und in dem Kampfdeck entdeckt man dann plötzlich, das sind ja 2 neue Karten. So, bevor wir jetzt zu den 2 neuen Karten kommen, sehen wir unten links tatsächlich auch einen Eilzauber. Nur der würde dort 1 Elixier kosten, der Eilzauber. Seht ihr den da unten links? Das wäre tatsächlich der Eilzauber, wie wir ihn jetzt hier vorhin gesehen haben, wie ich ihn euch vorhin gezeigt hätte. Also das sieht man ihn tatsächlich so entworfen. Ich frage mich natürlich, ob das... Ich weiß nicht, ob es fake ist, aber es sieht halt doch sehr gut animiert aus. Und es passt doch alles rein. Aber jetzt gehen wir auf jeden Fall also das so viel zum Eilzauber, den wir da unten sehen können. Aber oben rechts natürlich auch noch im Bild. Zum einen Feuerdrachen. Das wäre praktisch das Gegenteil zu dem Eisdrachen, den wir entworfen haben. Der würde 6 Elixier kosten, wäre eine epische Karte. Und ich denke, der würde dann halt so wie der... So wie unser Eisdrache halt nicht verlangsamen, aber dafür ordentlich Schaden machen, denke ich. Wahrscheinlich auch Flächenschaden, denke ich. Halt wie der Drache in Clash of Clans. Wäre eine sehr interessante Idee. Und ich weiß nicht, ob es fake ist, aber es sieht wirklich gut aus. Es sieht wirklich gut animiert aus. Es würde passen.
Und ich könnte es mir zumindest vorstellen. Und natürlich eins über dem Drachen haben wir dann auch noch eine Bogenschützenkönigin. Sehr interessant, eine Bogenschützenkönigin. Und die wäre eine seltene Karte für 5 Elixier. Ich habe jetzt keine Ahnung, weil der Ersatz der Bogenschützenkönigin aus Clash of Clans ist ja eigentlich die Prinzessin. Also was dann die Bogenschützenkönigin für 5 Elixier könnte. Keine Ahnung, ich denke, sie wird wahrscheinlich auch eine größere Reichweite haben. Könnte vielleicht Bogenschützen spawnen, wenn sie stirbt. Da hatte ich schon mal so eine Idee gesehen. Das fände ich ganz interessant. Und finde ich auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Und ich finde, in dem Screenshot sieht das auch wieder sehr, ja, sehr realistisch aus, würde ich sagen. Also dass der Vorschlag gar nicht so unrealistisch ist. Also ich weiß nicht, ob das echt ist. Wir sehen auch, da oben sind die goldenen Juwelenanzahlen ganz hoch. Das ist auf Entwickler-Accounts auch so. Also auf jeden Fall sehr interessant. Und ich denke, damit sind wir dann auch am Ende der ersten Folge dieser Art angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich euch um einen Like bitten. Mir ist nämlich ganz wichtig, dass ich sehe, ob euch das Video gefallen hat. Ich hätte nämlich genug Bildmaterial für eine zweite Folge. Also wenn euch das Video gefallen hat, einfach ein Like da lassen. Dann gibt es auch noch eine zweite Folge zu dem Thema mit 4 weiteren Kartenvorschlägen. Und ich würde sagen, ich bin damit raus, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.